Moin, liebe Leute, Sternchen-Ens. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein, aber auch ein bisschen erregt, wie krass euer Support einfach ist. Wie sagt der gute Cry-Sänger immer so schön? Ihr riecht alle nach Neuwagen. Und damit meine ich persönlich wirklich äußerst luxuriöse Neuwagen. Ich habe ja bereits im Vorfeld einen Community-Beitrag erstellt und mich für den steilen Support bedankt. Dabei habe ich auch einige Leute speziell erwähnt, die mich maßgeblich bis hierhin unterstützt haben. Aber auch hier nochmal vielen, vielen Dank an alle. Ihr seid wirklich wunderschöne Menschen. Ja, was kann ich persönlich also als Mini-Danke dafür tun? Natürlich ein kleines Cookwerk für euch produzieren. Das Video, das ich darin behandeln werde, ist zwar schon ein paar Monate älter, aber der Inhalt ist perfekt für ein sogenanntes Abo-Special. Also schauen wir mal rein und gucken, worum es heute gehen wird. Ich bin im Internet auf eine Community gestoßen. Erwachsene Menschen, die das Bedürfnis haben, sich zeitweise wie Kinder zu verhalten und das auch ausleben. Hast du viele Kuscheltiere? Über 200! Sie nennen sich Littles und manche von ihnen haben auch sogenannte Daddies, die sich um sie kümmern. Wenn das mal nicht perfekt ist für so einen Vollidioten wie mich, darauf zu reagieren. Ja, vorab, das Video wird natürlich nicht sehr politisch, sondern eher lustig und ein bisschen was fürs Entertainment. Natürlich kommen auch sehr bald wieder satirisch-kritische Inhalte politischer Natur. Aber jetzt erstmal ein bisschen Spaß haben, Leute. Also schauen wir mal, was diese Littles denn für tolle Menschen sind. Jelly und Ellie sind beide Littles und ich darf heute dabei sein, wenn sie zu Kindern werden. Was geht in ihnen vor? Alles gut? Geht's euch gut, ja? Wir sind angekommen. Dann verkabeln wir euch mal. Das ist der Julian. Hallo! Hallöchen, liebe Damen. Wie kommt es, dass wir uns jetzt im Wald treffen? Seid ihr hier öfter, um Littles zu sein? Also man hat hier gerade im Wald natürlich viel Raum. Also um uns rum ist gerade keiner. Es kann uns keiner hören, wenn wir klein sind und höher sprechen oder anders sprechen. Und das ist für uns einfach deutlich schöner. Ja, oder auch anders ausgedrückt, ihr wisst genau, was ihr da für einen Quatsch macht und wollt nicht, dass andere das sehen, weil ihr wisst, dass das einfach nicht normal ist und dass man sich als erwachsener Mensch eventuell nicht als Kind ausgibt. Aber hey, jeder darf das machen, was er will und wenn wir bald das Selbstbestimmungsgesetz von den Grünen haben, dann kann man sich eben auch als Kind identifizieren, ne? Man kann draußen auch mehr Abenteuer erleben. Ja. Wir sind mal beim See gewesen, wo wir zu einer Insel, die mitten in der Mitte des Sees war, und da sind wir dann hingeschwommen und haben das die Insel erkundet. Das war richtig cool. Ja. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass wir die Ersten gewesen wären. Sag mal, was ist denn bei dir im Leben schiefgelaufen, dass du dich da als 23-Jährige legit benimmst wie so eine 5-Jährige? Kommst du dir dabei nicht selber bescheuert vor? Und ich wusste gar nicht, dass man als Kind so gut schwimmen kann, dass man eine Insel erreichen kann. Aber nur ein gut eingebautes Schwimmflügel hast du ja schon von alleine, ne? Ich komme aber nicht hoch. Willst du aufprobieren? Ich traue mich nicht. Wenn man runterfällt, tut man sich bestimmt weh. Ja. Cringe. Soll ich jetzt noch den Du-bist-eh-gepolstert-Witz bringen? Nee, lassen wir sein. Aber irgendwie lustig wäre das schon, wenn sie da runterfällt. Ach egal, komm, wir wollen niemandem was Böses. Wir gucken mal weiter. Naja, ich bin größer als du. Hey, gar nicht. Das ist kein Rollenspiel hier. Das Spielen triggert die beiden und sie kommen in den sogenannten Little Space. Den beschreiben sie mir als eine Art anderen Bewusstseinszustand, eine Art Trance, in der sie sich auf kindliche Gefühle fokussieren. Okay, jetzt musst du dir vorstellen, du wärst auf dem Boot. Nein, das ist kein Schauspiel, Leute. Das ist kein Schauspiel. Wer was anderes denkt, der solle sich hier bitte schämen. Dieses Trance-Verhalten, das ist real. Das ist nicht so, dass sie sich das einreden, dass sie Kinder sind, das Ganze spielen. Nein, das ist eine Trance. Das könnt ihr alle schaffen, wenn ihr es zulasst. Wirklich. Geht mal auf den Spielplatz und rutscht eine Rutsche runter. Ihr werdet merken, ihr seid in Trance. Aber irgendwie habe ich jetzt schon ein bisschen Bock, schaukeln zu gehen. Ich komme gleich wieder. Guckt euch mal so lange hier weiter den Bums an. Aber darf nicht rausfallen. Wer ist höher, du oder Hasi? Ich? Nein! Du kannst es ausprobieren. Nein! Notfall! Ist der Hase immer dabei? Mein Lieblingskuscheltier ist viel größer. So groß! Frederik?
Und das ist ein Igel und der ist dick. Ja toll, ey. Jetzt haben die mir mit dem Video das Schaukeln madig gemacht. Da war ich kurz davor, die Tür zu verlassen und dann sehe ich, wie dieser Hase dran glauben muss. Eieiei, habe ich ja Glück gehabt, dass ich nicht hingegangen bin. Aber wenn ich jetzt höre, wie toll Kuscheltiere sind, irgendwie habe ich Bock, mir jetzt Kuscheltiere zu kaufen. Ich glaube, ich guck mal, was es so auf Amazon gibt und ob ich mir auch einen schönen Igel bestellen kann. Aber der muss natürlich so groß sein. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist neongelb. Deine Schuhe. Ja. Hier. Und ich sehe etwas, was du nicht siehst und das ist strunzdumm. Ich sag aber nicht, was gemeint ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Hast du den immer dabei? Manchmal traue ich mich das, wenn ich da Lust drauf habe, den zum Beispiel im Zug rauszuholen und neben mich zu setzen oder so. Aber das geht nicht immer, weil manchmal gucken die dann auch komisch und das ist dann für mich vielleicht eher ein bisschen unangenehm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist mein Hase und der will auch rausgucken. Ja, ich habe auch gewisse Dinge an mir, die in der Öffentlichkeit gerne mal rausgucken wollten, aber es nicht tun aus gewissen Gründen. Vielleicht solltest du dich da einfach mal ein bisschen zurückhalten, aber was weiß ich schon. Ich bin kein Kind, sondern ich bin Little und das ist ein Unterschied. Das ist ähnlich wie ein Kind, aber es ist kein Kind. Ich bin immer noch mündig, ich kann Entscheidungen treffen, das ist mir auch irgendwie, ja, wichtig. Aber ich sehe die Welt halt ein bisschen bunter. Ja, und Markus Ganserer ist keine Frau, sondern ein Mann. Aber angeblich ja schon irgendwie das Gleiche, ne? Und irgendwie ist das eine Art und Weise, total glücklich zu sein und abzuschalten und sich auf Dinge zu konzentrieren, die einem Spaß machen, die einem wirklich Spaß machen und alles andere drumherum zu vergessen und sich fallen zu lassen. Ja, aber eventuell solltest du dann nicht dein Leben darauf fokussieren, dich als scheiß Kind zu fühlen, sondern wenn du das Schauspielen magst, geh ins Theater und mach deine Nebenrolle oder sonstigen Scheiß. Oder spiel ein paar Rollenspiele auf der Playstation oder am Computer. Aber meiner Meinung nach versuchst du einfach die Realität zu verlassen. Aber du versuchst dir damit einfach irgendeinen Schutzwall aufzubauen, was dir nicht helfen wird. Im Gegenteil, du hast damit Probleme in deinem Leben. Na gut, aber was weiß ich schon. Seitdem ich mich darauf eingelassen habe, auf diese Seite von mir, seitdem geht es mir grundsätzlich im Alltag und eben auch mit meinen traumatischen Erfahrungen grundsätzlich viel besser. Das gleicht mich halt super aus und meine Therapeutin findet das auch super, allein weil es mir halt so doll hilft. Ja, wenn das deine Therapeutin sagt, dann wird das ja schon stimmen. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung davon. Wenn man versucht, mit gewissen Dingen ab und an der Realität ein bisschen zu entkommen, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber dir sollte auch klar sein, dass es eben ein bisschen bescheuert rüberkommt bei manchen Leuten, wenn man sich da als 23-jährige Frau wie ein 3-jähriges Kind verhält. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn da irgendwelche dummen Sprüche oder Blicke kommen. Oder eben so ein Spacko wie ich sich darüber ein bisschen lustig macht. Jelly und Ellie gehören zur sogenannten Caregiver-Little-Szene und die Community hat sich halt vernetzt hier zum Beispiel in Foren oder Messenger-Apps und da sind wohl schon mehrere hundert Littles und Daddies in Deutschland zusammengekommen. Wie erwachsen sind eure Kuscheltiere? Huhu, mir ist schon öfter aufgefallen, dass einige Kuscheltiere haben, die richtig erwachsen sind. Die trinken Alkohol, gehen auf Partys und nehmen Drogen. Meine Kuscheltiere sind sehr unschuldig und haben mit solchen Dingen eigentlich gar nichts am Hut. Deshalb kam bei mir die Frage auf, wie erwachsen sind eigentlich eure Kuscheltiere? Trinken sie Alkohol? Gehen sie auf wilde Partys? Rauchen sie? Nehmen sie Drogen? Haben sie Liebschaften? Ja, sogar Sex? Also ich muss sagen, meine Kuscheltiere sind alle obdachlos und richtige Alkoholiker. Ein Kuschelhase da drüben, der sitzt auch schon wieder an der Pulle. Muss ich den vielleicht mal wegnehmen, damit er dann später auch in Ruhe seine Kuschelhasenfrau beglücken kann, ne? Mir fällt auf, das Bedürfnis wird ganz verschieden ausgelebt. Auch Fetische spielen manchmal eine Rolle. Die meisten Littles suchen sich einen Daddy oder auch eine Mami, das soll aber deutlich seltener sein. Ist das einfach nur Unvermögen, Dummheit und Schlamperei? Oder steckt da ein bewusster Plan dahinter? Fragen über Fragen. Nee, es gibt kein klares Muster, warum Menschen zu Littles werden. Bedürfnisse, die eine Rolle spielen könnten, sind beispielsweise Sicherheit oder Anerkennung oder auch der Wunsch nach Kontrollabgabe oder Unbeschwertheit. Traumatisierende Erfahrungen und psychische Erkrankungen können mit ausschlaggebend dafür sein, dass diese Bedürfnisse stärker ausgeprägt sind, müssen sie aber eben auch nicht. Also wenn ich mal zurückdenke, was ich alles schon hier gesehen habe von Funk und sonstigen Konsorten, muss ich tatsächlich eingestehen, dass das die erste sogenannte Expertin ist, die eingeladen wurde und nicht völlig bescheuert ist. Somit herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, mal eine vernünftige Expertin an Land zu ziehen. Dafür bekommt ihr von mir heute 3 goldene Sternchen. Ich habe schon Littles unter sich getroffen, aber viele Littles haben ja auch einen Daddy, wie sie ihn nennen. Und bei Chrissy, die ich jetzt treffe, ist ihr Daddy
Daddy nicht nur ihr Daddy, sondern gleichzeitig ihr Partner. Wie funktioniert so eine Beziehung? Hi. Hallo. Ja. Oh, hey. Danke, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Ach du meine Güte, soll ich mir den Scheiß jetzt wirklich noch weitergeben? Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt gleich noch kommen wird. Könnt ihr euch jetzt irgendwie vorstellen, was für Schmerzen ich habe, mir solche Videos rauszusuchen, um irgendwie Content zu bringen? Eieieiei. Eigentlich hätte ich mir mal ein bisschen Schmerzensgeld verdient. Aber nun gut, für euch mache ich sowas natürlich sehr gerne. Also rein ins Gefecht, auch wenn ich Angst habe. Hier oben sind die Onesies. Da habe ich dann auch einen mit Schafen. Ich fühle mich mit dem aber nicht mehr ganz so klein, weil ich den auch so öfters anhab zum Schlafen. Einer meiner Lieblings-Onesies ist der hier. Den würde ich dann nachher auch noch anziehen. Das ist jetzt auch das Outfit, was ich für nachher schon rausgelegt habe, was ihr da gerade seht. What? What the fuck? Legst du hier die Outfits dann immer raus? Ja. Das hat einmal im Urlaub angefangen, dass er mir morgens die Klamotten rausgelegt hat. Und ich fand es irgendwie schön, weil das auch so einen Aspekt hat von, er kümmert sich um mich. Und dann haben wir das beibehalten, weil wir das beide irgendwie mochten. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber so ein Halsband mit einer scheiß Glocke drum hat jetzt nichts mit Kindsein zu tun. Ich kenne sowas nur von Katzen und Hunden. Aber komm, ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, was da noch kommt. Ach, come on. Bitte bleib nur Kind. Bitte, bitte. Eine Frage, die sich mir auch aufdrängt, ist, wir sind gerade im Schlafzimmer. Spielt das für euch eigentlich auch dann auf sexueller Ebene eine Rolle? Also bei anderen gibt's das schon, aber bei uns ist das tatsächlich überhaupt nichts, was mit dem Little Space zu tun hat. Also das gibt eben auch ja Dessous und dergleichen, wo eben halt diese zwei Sachen zusammengebracht werden, was manche andere mag, aber ich finde das immer sehr irritierend, sowas zu sehen. Also für mich ist das, was komplett nicht sexuell ist. Also Sexualität, das beißt sich auch in meinem Kopf, wenn ich so drüber nachdenke. Deine scheiß Freundin tut im einen Moment so, als wäre sie scheiß 3 Jahre alt. Im nächsten Moment aber fickst du sie in eurem Bett, weil sie dann plötzlich wieder erwachsen ist. Und das beißt sich jetzt nicht, oder was? Nee. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Komm schnell weiter. Das ist ja auch sehr heikel, ne? Also das geht ja dann wahrscheinlich vom Vorwurf her so in die Richtung Pädophilie. Ich persönlich sage dann immer, ja, Pädophilie bedeutet, dass jemand auf kindliche Körper steht, kindliches Körperschema. Und es ist bei Littles ja nicht gegeben. Das sind erwachsene Frauen, manchmal vielleicht auch Jugendliche. Das ist was komplett anderes. Also ich fühle mich wie ein Kind. Ich benehme mich gern wie ein Kind. Ich mag kindliche Sachen. Aber ich bin kein Kind. Und das weiß er auch. Und er sieht mich auch als erwachsene Frau primär. Gerade auch, wenn es dann sexuell ist, wo das ja bei uns gerade auch komplett getrennt ist voneinander. Ja, genau. Das eine hat mit dem anderen natürlich gar nichts zu tun. Es ist komplett getrennt. Man sieht eine Person natürlich auch immer nur so, wie sie gerade ist. Und da spielt auch nichts bei rein. Keine Gefühle oder sonstige Gedanken. Nee. Alles gut. Alles gut. Ihr habt recht. Ja, ich bin einfach nur ein bisschen bescheuert. Ich sehe das einfach viel zu eng. Und ich bin auch sehr weltfremd. Ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen weltoffener werden. Ich überlege aber gerade tatsächlich, ob ich meiner Katze vielleicht mal einen Schlafanzug kaufen sollte. Mal gucken. Vorsicht. Also, wir haben das im Vorhinein besprochen und der Dominik wird die Chrissy jetzt wickeln. Leute, ich habe mal eine Frage. Wie viele Gehirnzellen sind bei euch schon abgestorben, seitdem ihr dieses Video hier angefangen habt zu gucken? Es tut mir wirklich sehr leid. Wirklich, es tut mir verdammt nochmal leid. Ich habe sehr, sehr große Schmerzen. Was für ein absurder Moment für mich. Wie geht man als Reporter mit so einer Situation um? Guten Tag. Hey. Hier zum Beispiel. Meine geile Chefin, Teil 2. Wir ficken die Frauenquote in den Arsch. Genau. Das ist etwas, das ist übertrieben. Möchtet ihr euch mal hinsetzen, vielleicht? Gerne. Komm her. Komm gleich. Wie geht das so? Ja, ne?
Alles gut, ja? Ja, alles super. Nein, es ist nicht alles gut und nein, es ist auch nicht alles super. Also manchmal habe ich ja wirklich das Bedürfnis, mir eine Gabel ins Auge zu stechen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie... Aber ihr kennt das doch bestimmt, wenn ihr so ganz schnell so ein Slushy-Eis trinkt. Da kriegt man so einen Gehirnbrand. Genau so fühle ich mich durchweg beim Gucken dieses Videos. Was gibt dir das der Design? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch. Also das gibt mir sehr viel. Irgendwo habe ich immer ein Bedürfnis, gebraucht zu werden. Und ich habe auch schon immer in Beziehungen nach sehr starken Emotionen gesucht, die meine Partner dann immer enttäuscht haben. Also beziehungsweise, dass einfach ich immer mehr wollte und auch mehr gegeben habe, als überhaupt gewollt wurde. Und dieses Gebrauchtsein, dieser Austausch von starken Emotionen ist sehr erfüllend für mich. Ja, weil du so ein guter Mensch bist und für alle Leute da bist und das hat nichts Sexualisiertes. Nein, nein, auf keinen Fall. Hast du mal Bock, dass ich dich entlarve? Gucken wir doch mal, wo die Hand ist. Am Arsch. Packt man seinem Kind eigentlich so an den Arsch? Weiß ich nicht. Also ich habe keine Kinder, deswegen kein Plan. Vielleicht tue ich dem Herrn ja auch Unrecht. Vielleicht macht man das so. Aber wer weiß es schon, ne? Buchstaben. Wie alt ist denn jetzt die Chrissy gerade? So, irgendwie was. 5 Jahre, sagt sie manchmal. Aber gerade ne. Also 3, 4. Ja, ganz normal, alles gut, kein Problem. Und ich bin morgen 86 und werde mir meine Rente in Anspruch nehmen. Ist doch kein Problem, alles gut, Leute. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mich als Baby verkleide und mich bei OnlyFans anbieten würde? Hättet ihr da Bock drauf? Bisschen geil macht mich schon der Gedanke. Wer ist das? Das ist Pinkie Pie. Und die bringt ganz tolle Geschenke. Aber es ist geheim, was drin ist. Ja, muss eine Überraschung sein, ne? Hallo? Hallo? Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Siehst du eigentlich Chrissy als erwachsene Frau oder als Little? Sie ist die Frau, die ich liebe. Also sie ist die Frau, die ich liebe, die auch eine Kleine in sich trägt, die eine Persönlichkeit hat, die mir zutiefst ans Herz gewachsen ist. Aber sie ist die Frau, die ich liebe und meine Partnerin. Und es ist mir halt wichtig, dass wir beide uns in dieser Beziehung wohlfühlen. Also ich bin ja ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wen ich von den beiden bescheuerter finde. Die sich als Kind ausgibt oder der ein Kind liebt. Aber wahrscheinlich spielt sich das ziemlich auf dem gleichen Level ab. Ist halt auch wieder so ein Incel, der sonst keine Freundin bekommt und dann muss er sich halt so einen Freak nehmen. Das ist halt, ach Gott. Steh doch einfach dazu, dass es bescheuert ist und du auf bescheuerte Sachen stehst, damit du was zum Vögeln hast. Eieieiei. Ja. Mit der erwachsenen Chrissy kann ich heute nicht mehr sprechen. Sie ist tief im Little Space. Ein paar Tage später erfahre ich in einem Nachgespräch, dass sie den Besuch von uns als angenehm empfunden hat. Sie hofft auf mehr Verständnis für ihre Lebensweise. Ja, ich habe vollstes Verständnis. Finde ich super, kann ich nur unterstützen. Also wenn du möchtest, der kleinen Chrissy lasse ich ruhig ein kleines Fangeschenk zukommen, so eine Rassel oder so. Kann sie sich die vielleicht selber auf den Kopf hauen, vielleicht wird sie dann wieder wach. Keine Ahnung, aber in meinen Augen ist es ein bisschen zu viel verlangt, wenn man Verständnis dafür erhofft. Wenn man meint, andere Leute verstehen, was du da tust. Nein, ich verstehe es nicht und ich möchte es auch nicht verstehen. Und ich möchte auch nicht, dass das normal wird. Ich kann es sehr gerne akzeptieren, was du da tust, aber ich verstehe es nicht und ich kann mich darüber auch lustig machen, wenn ich das möchte. Also diese Bindung, die beiden haben, die ist schon sehr, sehr stark und ja auch irgendwo sehr von Abhängigkeit geprägt. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da wirkte das alles
sehr befremdlich auf mich. Ja, warum wirkt das wohl befremdlich auf dich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Finde auch die Bindung, die beiden haben, super. Sind beide völlig klar in der Birne. Tolle Menschen. Auch zu Recht geliebt und gefeiert von der ganzen Welt. Herrlich, ich hätte auch gern so eine Beziehung. Also, falls sich irgendein Little hier das Ganze anguckt und sich melden möchte, dann schreibt mir gerne. Kauft dir auch sehr gerne einen Strampler mit Katzenmotiv. Wahlweise auch Giraffen, je nachdem, was du für ein Typ bist. Und ich habe jetzt gemerkt, je mehr ich mich drauf einlasse, desto mehr verstehe ich auch, was dahinter steckt. Nämlich bei allen ein tiefes Bedürfnis, endlich so sein zu können, wie sie wollen und ja, das nicht mehr unterdrücken zu müssen. Also wenn es nach mir ginge, wäre ich auch wieder 6 Jahre alt und hätte keine Verpflichtungen im Leben. Könnte machen, was ich wollte und bin halt einfach immer ein süßes Kind und jeder lässt mich in Ruhe. Aber so läuft das Leben nun mal nicht. Und deswegen kann ich es auch einfach nicht verstehen. Und deswegen kann ich es auch nicht unterstützen. Und dass dann immer mit solchen Fällen dann so locker umgegangen wird und heititei und oh, man muss diese Leute unterstützen und man muss ihnen helfen und man muss es gutheißen. Nein, so ein Schwachsinn. Warum kann man den Leuten nicht sagen, dass sie am Leben vorbeirennen und dass so das Leben einfach nicht funktioniert. Was für einen Vorteil erhoffst du dir denn davon? Dass ich da hingehe und sage, ach, die Arme, ja, lasse doch und oh, hm. Nee, das funktioniert nicht. Nachher tut dann jeder so, als wäre wieder ein Kind und die Menschheit ist am Arsch. Diese woke Drecksscheiße, das geht mir so auf die Eier. Hauptsache alles akzeptieren und Hauptsache alles immer toll finden. Nein, ich muss das nicht toll finden, Mann. Okay, ich merke gerade, ich werde ein bisschen sauer, das will ich gar nicht. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie gefallen. War doch ein super Video, oder? Da ein kleines Goldstückchen rausgesucht für euch. Auch hier nochmal wirklich vielen, vielen Dank für alle für die Unterstützung. Falls das hier jemand sehen sollte, der mich nicht kennt, gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Hab euch immer noch lieb. Haut da rein, Leute. What you think? Fuck what you thought? Fuck what you saw? 'Cause I don't give a fuck and never gave a fuck before.